Wir gucken uns zusammen genau das Video von Kuluwu jetzt gleich an. Genau. Das haben wir uns extra sogar nicht angeschaut, damit wir zusammen im Stream mit euch zusammen das anschauen können. Und wer das schon geguckt hat, der guckt das jetzt halt doppelt so. Es tut mir leid, ist halt so. Jo, was geht, ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Wir sind heute auf der Go-Kart-Strecke zusammen mit den größten Moto-Vlogger Oh. aus Berlin. Mann, ich wollte gerade was Der sagen. verstorbene Moto-Vlogger Kim, deine. Ach genau, zu Kim, also Kawa-Q, den haben wir auch eigentlich Das erste Mal das erste getroffen. Mal getroffen. Wir haben ihn auch an dem Tag ab. Abgehoben! Was Er ist abgehoben? abgehoben. Wer ist abgehoben? Na, krass, sag ich schon. Kim? Ja. Wieso sagst du es jetzt auf einmal so? Einfach nur Wir so. haben den auch abgeholt und der direkt so sympathisch. Ey, was geht? So Ja. richtig lieb. Also, Kim ist. Eigentlich alle, auch Leon, alle super Der cool. erste Eindruck von Kim war ein sehr korrekter Ja. Typ gewesen. Sehr offen, sehr nett, Man wollte ihm so lustig. einen Arm nehmen. Deine Prognosen für den heutigen. Für Ich das werde heutige gewinnen. Rennevent. Du wirst Und gewinnen. ich werde gewinnen. Ihr seid alle scheiße. Ich werde euch fertig machen. Ich brauche nicht mehr aktiv auf YouTube zu sein, um euch fertig zu machen. Das ist eine Ansage, Bro. Aber du weißt, was der Verlierer machen muss. Ja. Ja, genau. Ich weiß das. Ui, Knatterli, guck mal. Was ist denn das für eine süße Maus? Sei ehrlich, würdest du klären? Ja, würde ich klären. Ich auch. Ja. Du bist heute nicht mit dabei? Nein. Warum? Wegen meiner Wirbelsäule. Das ist mir zu gefährlich, wenn ich irgendwo gegenknalle. Kann ich verstehen. Man kennt es 300 auf der Autobahn, aber das nicht. Ist halt Beim die nächsten Mal Angst, Auto ne, bist du mit Knatterli? dabei. Nein, aber wenn du da irgendwo gegenknallst, ist schon nochmal was anderes. Also das ist nochmal ein Unterschied. Hey. Richtig, da bin ich dabei. Der Cutter von Montana Black ist auch mit am Start. Auch ein sehr lustiger Ja, und alle, korrekter Typ. Okay, easy. Rico ist auch mit dabei und Oggi. Oggi vertritt hier die Knattercrew. Bruder, ich habe schon die Abnehm-Challenge so gut wie gewonnen und dann willst du mich noch Haben hier wir gesehen. im Also unsere Abnehm-Challenge endet morgen. Verfolgt uns gerne Oh, dafür auf Digga. Instagram. Bis das Video online geht, ist eh schon vorbei. Genau, wollte ich Oh, auch sagen. dieses Ping. Ey, Kuluwu, wenn du das Video nochmal cuttest, Macht es leiser. mach dieses Ping-Geräusch leiser. Und hier an der Stelle nochmal die Auflösung. Ich wurde Zweiter in der Challenge und Kuluwu wurde Erster. Also, der hat irgendwie 6,6, ich habe 5,5 und Tayo hat 2 Kilo abgenommen. Das Rennen findet wie folgt statt. Wir fahren jetzt erstmal 10 Runden Qualifying und danach ist ein 30-Runden-Rennen angesagt. 30 Runden, Alter? 30 Runden. Vielleicht soll ich nochmal aufs Klo gehen, oder? Also, Oggi, wie oft bist du schon Kart gefahren? Ich glaube, 4, 5 Mal höchstens. Immer 10 Minuten oder länger? Ja, so 10, 15 Minuten war es immer zu teuer, weil ich hatte nie Geld. Aber jetzt hast du Geld. Jetzt Ja. kannst du 30 Runden hier fahren. Aber jetzt hast du bezahlt. Ey, sonst würde ich nicht. Ich würde sonst nicht mitfahren. Witz, ich zahle 50 Euro nochmal für so eine Strecke. Lass mal diese Filme. Ja, das heißt ja auch, er hat uns eingeladen. Weißt du, wie ich meine? Richtig, ist ja auf seinem Kanal, ist Ja, sein Content, normal. also hat er zu bezahlen. Genau, so sieht's aus. Ja. Kriegen Sie mir hier. Kim, wie oft bist du schon Kart gefahren? Ja, also 3, 4 Mal auch. Also seid ihr ungefähr auf Aber einem ist schon Level. Jahre her. Aber ich bin trotzdem extrem guter Autofahrer. Hast aber gar kein Auto, was? Das ist egal. Ich kann auch mit dem Fahrrad extrem gut fahren. So, wir haben uns auch alle auf eine Bestrafung geeinigt. Und zwar wird der Letzte wird sich eine Knoblauchzehe kaufen und wird die Knoblauchzehe essen. Und der Zweitletzte kauft sich eine Zwiebel und wird die Zwiebel essen. Nicht komplett, oder? Auf jeden, Bruder. Ich bin Chris. Wir müssen alle allein. Okay, ja, ich schon Ja. Weil Rico ist ein bisschen schwerer als wir, deshalb haben wir die Gewichte angepasst. Welche Nummer? Unabhängig des Alzheimer oder was? Ja. Startet das Aggregat. Erstmal schon Leon ein bisschen Jawohl. Digga, reinfahren. der fährt ja von alleine. Der muss ein bisschen bremsen. Pass auf, du! Also, Rico wiegt 98 Kilo, das heißt, wir wiegen alle 86. Wir haben also 12 Kilo Zusatzgewicht dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob der Reifen schon warm ist Holy hier bei shit, denen. Holy shit, Digga! Das fällt uns erst mal ein. Wir haben jetzt 10 Runden. Alter Bruder, die Musik ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Hat einfach nur ein Copyright-Musik eingegeben auf YouTube und das erste wahrscheinlich genommen. Ey, nice, oder? Wer die schnellste Zeit hat, fängt natürlich bei Nummer 1 Ach, an. Schlimm, die Musik. Wer die längste Zeit hat, Startplatz Nummer 6. Die haben mich hier alle immer weggerammt. Richtig unfair gewesen. Und dann der Typ die ganze Zeit die Fahne, dass ich ihn quasi nach vorne lassen soll. Richtig unfair gewesen. Junge!
Ja, da, siehst du da, genau. Da habe ich den vorgelassen. Diese Musik, Alter. Fuck, Alter, bin ich wirklich letzter? Alter, 2 Sekunden auch noch. Haben uns die Pole Position gesichert. Jetzt geht's 30 Runden ins Rennen. Oh, Digga, tun eure Finger auch schon so weh? Alter, Digga, meine Arme, Alter. What the fuck? Ich hatte einfach 2 Tage lang untere Rückenschmerzen, Chat. 2 Tage untere Rückenschmerzen. Bizeps trainiert. Ach, wir sind zwar. Ah, scheiße, Bruder. Du isst die Knoblauch, ich esse die Zwiebel. Ich glaub schon. Du bist 23? Ja, Mann. Du bist mein Boy. 4-mal kommt jetzt rot, danach grün und dann geht's los. 3. Launch Control. 2. Boah, dauert das lange, Alter. Dauert das lange. Wir sind alle von Mario Kart. Bei 2 fängt man an, aufs Gas zu drücken. Das habe ich hier nicht gesehen. Das Ding ist aber, der Typ meinte, wer einen Frühstart macht, der wird extra nochmal eine Runde raufgezählt. Deswegen hat es niemand riskiert. Boah, krass. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Oh mein Gott, wie ist das beschreiben? Oh, 9, 2, 8, 9. Wir werden Schwinner, Boys. Da hat die Bande mitgenommen. Oh, da sehe ich schon den nächsten Gegner. Da ist Tim. Der erste, der überrundet wird. Er hat uns einfach überrundet. Aber er nimmt die Kurven gut, ne? Hat man auch von außen die ganze Zeit gesehen. Jetzt überholt er mich, der W***er. Was man bei einer Kurve aufholen kann. Einfach schlecht gewesen. Guck mal, Chat. Ah, oh, er hat mich Ich lass dich extra vor. Aus Respekt. Verschieß euch meine. Ich hör dich nicht. Ich dich, Bruder. So einfach ist das. Komm her. Oh, Bruder, er nimmt die Kurven ja wie nix. Valentino Rossi, Alter. Boah, ich bin so konzentriert. Aber einfach so verkackt, Chat. Meine Daumen. Oh, Bruder, noch 17 Runden, Junge. Ich kann nicht mehr. Ich werde gefühlt jede Runde schlechter. Man muss dazu aber auch sagen, dass Kulewu da die Strecke schon in- und auswendig kennt und sehr, sehr oft schon da war. Also er hat da Heimvorteil gehabt und er hat das sehr oft gemacht, fast jedes Wochenende gefühlt. Also, Oh, wie verletzt er die bitte? Puh, ist total unter mir. Oh, wer ist denn da vor mir? Wer ist denn da? Kim wieder. Oh, gelbe Flagge. Drittgeschwindigkeit, Dritt, nicht überholen. Hallo. Er hat mich einfach überholt, obwohl die gelbe Lampe an war. Ja, da hätte er eigentlich schon verlieren müssen. Du hast doch die Lampe überholt. Fahr. Fahr. Jetzt jag ich dich. Fahr. Nummer 7, denkst du bist Cristiano Ronaldo oder was? Junge, wie fährst du? Ey, Ken. Digga, von Guru seine Maschine beschleunigt schneller. Das kann doch gar nicht sein. Oh, ich höre mich. Einfach ein schlechter Verlierer, Bruder. Ach, meine Hände. Nein, ich will nur noch den Tagesrekord. Hey, Kim! Platz da! Das ist so geil! Ah, meine Hände. 3 Runden noch, die letzten. Komm schon, jetzt nochmal beißen. Das Ding ist einfach, wenn er hinter dir ist, dann hast du so ein Dingsgefühl. Du kriegst Panik und fährst auf einmal schlecht und er überholt dich direkt. Dann hast du eh schon verkackt. Vorbei, ihr Toll! Oh, war das anstrengend, aber auch richtig, richtig geil. Hat echt Spaß gemacht. Wir sind, glaube wohl, Erster geworden. Wisst ihr, wer was machen muss? Also wisst ihr schon? Na, Kim, glaub, oder? Kim? Ja. Kim muss Knoblauch und Sozilein. Oh! Ich würde sagen, ihr beide rennt gleich mal rüber zu Penny und holt euch ein bisschen Gemüse. Ja. Ah, sorry. Dann weiß ich 112, identische Bestzeit mit Kim, Robby. Oh! Hey, Leon, Dritter! 7-8. Das bist du. Die Main-Champion hier sozusagen. Hm.
wenigstens das richtige Shirt an. Er hat aber auch gesagt, er ist noch nicht oft gefahren. Ich kann ja auch nicht so vorstellen. Rico? Er ist auch sehr gut gefahren. Ja, Rico ist auch sehr gut gefahren. Nee, die waren letztes Jahr Spreewaldring und so fahren, Go-Kart. Also, ich sag euch, Real Talk Chat, ich bin halt früher nie Go-Kart fahren gegangen, weil 50 Euro für 20 Minuten war halt extrem viel. Und ich dachte mir, nee, Mann, ich so viel Geld ausgeben für 20 Minuten fahren, nee, mach ich nicht. Und deshalb bin ich halt nie gefahren. Wahrscheinlich auch einige im Chat, die so denken. Ach so, ja, warte, jetzt steige ich wieder runter. Nee, da gibt's keinen Applaus. Oh ja! Wo ist der Shampoos? Hier! Siegerfoto! Oder ein Schlüssel? Hey, mach doch auf den Boden, nicht auf der Hand. Digga, ich will mir das im Mund stecken. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass er dich so kaputt gemacht hat. Ey, Oggi, die musst du aufessen, ja? Aber einen richtig dicken Happen, wie in einen Apfel rein. Ich weiß das hier nur ab wegen Ekel, ja? Was wäre verloren denn? Was? Sind wir beim Helm gelandet gerade? Und ist scharf? Hm? Ja. Boah, das riecht schon, Alter. Ich finde, seine Bestrafung war härter mit Knoblauch, finde ich. Naja, ich muss, das seht ihr auch gleich, bei uns war das Problem. Wir haben ja beide von der Zwiebel abgegessen, weil ich gesagt habe, ich bin da bei Oki so, ich unterstütze ihn, wegen Knattercrew hat verloren. Das Schlimme war, dass wir die Masken auf hatten, beziehungsweise den Helm, und durch diese Dämpfe von der Zwiebel, das hat es alles krass verschlimmert, weil wir haben danach nochmal die Zwiebel normal gegessen, ohne Maske, war nicht schlimm. Die Maske hat alles kaputt gemacht. Boah, ist das krass, Alter. Was? Oh, ich beiß jetzt ab, okay? Ja. Aber so ein Apfelbiss. Apfelbiss, einen dicken Apfelbiss. Oh, wird das eklig. Das muss richtig gutes Geräusch machen. Zeig mal. Ey, mein Rücken sieht so komisch aus da. Das ist durch den Zoom, durch den Weitwinkel. Als wäre ich so ein kleiner Zwerg mit so einem breiten Rücken. Alter, was ist das denn? Ja, es ist durch den Winkel. Kannst du ja zensieren. Weitwinkel. Ist ja super View. Ist ja nicht mal Weitwinkel. Ist ja noch mehr. Ey, das ist doch kein Apfelbiss. Das ist doch kein Apfelbiss. Da habe ich mir gedacht, ich habe den Biss genommen. Oh, ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Da kann ich ja nochmal. Hat sogar geschmeckt. Dann kann ich ja nochmal beißen. Aber dann kamen die Dämpfe hoch durch die Maske. Dann bin ich gestorben, Chat. Ey, nicht Ausspuck. Ja, okay, genau. War so lecker. Ich hatte am nächsten Tag immer noch Mundgeruch. War schon eklig, bisschen. Nein, das dampft hoch wegen der Maske. Bin echt gestorben, also meine Augen waren einfach rot. Das war schlimmer als der Knoblauch. Ich zensiere. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber wegen der Maske. Kurz Nase zensieren. Eigentlich ohne Sinn, wa? Hey, komplett das Gesicht zensiert. Ja, ich meine, man sieht ja schon fast dein ganzes Gesicht so, aber. Naja, ab hier ist alles weg. Was laberst du? Bei dir ist einfach, du triggerst nur die Leute damit. Ja, so. Ich habe mich aber schon mal genug dazu geäußert, warum ich nicht meine komplette Fresse zeige. Meine Augen drehen schon richtig. Guck mal bei mir, ich heul schon. Alle sind hier am Leiden. Oh, mir tut schon ein weh vom Lachen. Oh, Alter, ich schwitze, ich weiß nicht, alles. Oh, deine Augen sind so rot. Ey, stopp, wenn uns jetzt der Polizist anhält, dann wird sagen, wir sind bekifft. Nein, nein, wir haben nur eine Zwiebel gegessen. Du kommst ja gar nicht klar. Gut, und damit schließe ich das heutige Video ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Checkt Kim aus, checkt Kim aus. Checkt die Knattercrew aus. Er sagt auch immer Knattercrew. Er sagt auch GoPro und nicht GoPro. Er sagt immer, nee, was sagt er? GoPro. GoPro. Oh, ey, ich habe schon so oft gesagt, Junge, sprich das richtig aus. Leon natürlich auch. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Haut rein, ihr Coolen. Bis dann. Ciao. Ja. Chat, wenn euch das Video auch gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben, ihr Süßen. So, also ich fand es hat Spaß gemacht an dem Tag mit den Jungs.
zu fahren. Natürlich schade, dass du nicht mitgefahren bist. Ach, war trotzdem lustig. Ich hatte auch meinen Spaß, euch zuzugucken. Was denkst du, wärst du gut gefahren an dem Tag? Ich bin früher sehr, sehr oft gefahren, tatsächlich. Aber was hätte dein Gefühl gesagt? So? Boah, definitiv hinter Kuluwu, definitiv auch hinter Rico. Okay. Ich glaube schon besser als Kim und du. Echt, aber ja? Nicht unbedingt viel, weil ich bin ewig nicht mehr gefahren und das Problem ist, dass bei mir noch die Angst mitspielt wegen meinem Rücken. Okay. Also ich glaube, vielleicht wäre ich auch letzter geworden, wahrscheinlich eher in die Richtung so.